alternative Batman-Outfits. Auch sehr schön. Wusste ich doch, dass sie kommen. Früher oder später. Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Du verrottest hier oder arbeitest für mich? Es war eine lange Nacht, Alfred. Warum gehst du nicht zu Bett? Davon würde ich nicht mal träumen, Sir. Nicht, bis Sie sicher zu Hause sind. Ah, wenn das so ist, ich hätte hier draußen noch ein paar Dinge zu erledigen und könnte deine Hilfe gebrauchen. Darauf können Sie sich verlassen. Und wenn Sie fertig sind, können wir das Weihnachtsmahl essen, das ich für Sie warm gehalten habe. Zum Frühstück. So, erstmal den Stufenaufstieg. So, gucken wir mal. Was haben wir? Da ist irgendwo Enigmas Datenbetreuer. Was ist das? Wird haben wir doch beendet. Bis wir den nochmal angezeigt kriegen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Das ist eigentlich nur Enigma, der nicht abgeschlossen ist. Und diese Gesuchtsakte ist unter Verschluss. Und irgendjemand, den wir noch nicht entdeckt haben. Ich versuche mal die Gleitübung. Komm. Wir sind ja gerade hier. Hören Sie mich? Wir haben hier einen Toten, Mitte 30. Kein Ausweis, keine Zeugen. Offenbar wiederholte Gewalteinwirkung mit einem stumpfen Gegenstand. Benötigen jemanden von der Mordkommission. Verstanden. Wir schicken die erste freie Einheit vorbei. Okay, das gucken wir uns auch gleich an. Eine Gleitübung gemacht. Sollen wir erkannt. Ich hasse die Gleitübungen. Es war ein Teil des Spiels, den ich gar nicht mochte. Ich könnte mich umziehen, mal auch gehen in die Betthöhle. Oh, ganz so schlecht wäre das nicht mal. Haben wir auch geschafft. Die Amüsiermeile. Ist hier oben, ne? Ja, da.
Wir besuchen jetzt mal Enigmas Datenbetreuer, glaube ich. Wohl, warte. Oder besuchen wir zuerst... Ne, wir besuchen erst Enigmas Datenbetreuer und dann besuchen wir die Betthöhle. Wir suchen hier gar keinen, weil ich nicht hochkomme. Traurigerweise. Sonst zieht er sich bei jedem Kack hoch, ne? Der steht ein... schon gut, das reicht! Du hast mich! Ich gebe auf! Ja, ich kann nur nichts mit dir machen. Ich erinnere mich! Hände in der Luft! Siehst du? Du hast mich! Ich gebe auf! Ich kann nur nichts mit ihm machen. Ich kann ihn nicht verhören, ich kann nicht mehr auf die Fresse hauen. Ja gut, kann sein, dass wir vielleicht das mit Enigma doch nicht mehr machen. Oh, anscheinend da nicht weiter. Hallo Alfred. Die Betthöhle sah auch schon mal besser aus. Reingucken. Ich dachte, es geht in der Betthöhle, mein Anzug wechseln. Vielleicht doch nicht. Wieso nicht? Dann haben wir halt den Batman-Duell. Ein Zug. Auch schön, den man nur nicht in den Filmszenen sieht, aber egal. Müsste aber bestimmt mehrere geben.
Polizei behauptet, sie hätten keinerlei Spuren. Aber irgendetwas muss es geben. Was haben sie übersehen? Polizei nicht weiß, da weiß, da machen wir es halt. Die Verletzungen passen nicht zum Polizeibericht, der mehrere Schläge erwähnt. Das Opfer erlitt einen heftigen Schlag, der zu multiplen Knochenbrüchen führte. Die Blutspuranalyse bestätigt, dass der Mann durch ein großes, sich schnell bewegendes Objekt getötet wurde. Die Rekonstruktion des Ablaufs sollte die Mordwaffe preisgeben. Okay. Die Abdrücke gehören Andrew Carter. Er hat zwar eine dicke Akte, aber nichts, was auf derart extreme Gewalt hindeutet. Allerdings leidet er an paranoiden Wahnvorstellungen. Er muss endgültig... Der Anzug hat aber irgendwas, ne? Alfred, ich brauche den letzten bekannten Aufenthaltsort eines gewissen Andrew Carter. Laut Polizeidatenbank wurde er vor etwa einem Monat aus Blackgate entlassen. Ich sende Ihnen, was ich habe. Moment, da ist eine Anmerkung. Laut der er seine gerichtlich verordnete Therapie abgebrochen hat und psychisch sehr labil sein soll. Seien Sie vorsichtig. Bin ich doch immer. Schnellreise. Ja, und danach gehen wir ein bisschen auf Spider-Man rüber. Dann haben wir heute so ein bisschen Superhelden durch. Okay, nicht durch, aber ein paar Superhelden-Spiele gespielt, so. Komm, geh auf, geh auf! Guten Tag. Oh man, Schockhandschuhe leben wieder. Auch wenn sie in dem Outfit nicht dabei sind. Aber egal. Ich bin froh, dass sie wieder da sind. Okay, Konzentration. Ich war jetzt wieder zu sehr geflasht von meinen Schockhandschuhen. Er soll sich wünschen, er wäre tot. Deshalb sind wir nach Gotham gekommen. Diesen Kampf gewinne ich. Und bam. Ah, der Schatten aus seinen Träumen. Der gebrochen werden muss. Mir wurde gesagt, du könntest auftauchen. Du hast heute einen Mann getötet. Warum? Er sah uns. Er hätte geredet. Wir konnten das nicht zulassen.
Was hat er gesehen? Was plant Bane? Mehr werde ich nicht sagen. Dann ist die Unterhaltung beendet. Alfred, lass die Polizei wissen, dass Andrew Carter in Zusammenhang mit dem Mord auf der Amüsiermeile gefasst wurde. Sie können ihn an meiner Position einsammeln. Gute Arbeit, Sir. Ein weiterer Störenfried, um den Gotham sich nicht mehr sorgen muss. Fallakte geschlossen. Ich wollte gerade sagen. Jetzt nicht der eine nur da gewesen sei. Ich geh mal. Ob wir da was finden. Gleich hier Ende mit Batman und dann kommt noch ein bisschen Spider-Man. Hallo, hier Officer Franklin. Lassen Sie die Mordkommission wissen, dass der Tatort in der Park Row gesichert ist. Oh, und Sie sollen einen zweiten Leichenwagen mitbringen. Wir haben hier zwei Tote. Neue Leichen aufgetaucht. Hi. Und weg mit dir. Dir ist bewusst, dass du keinen Grund hast, hier zu sein, oder? Flieg davon, kleine Fledermaus. Wie? Was? Nö, damit fange ich nichts an mehr, ne? Was ist denn dieses Datenpaket? Das macht mich fertig. Da oben ist es. Komm ich denn da hin? Tür? Ist höher, ja. Ich hole nur hoch genug, dass ich da hochkomme. Liegt da drauf, ich seh's. Geh mir nicht auf den Sack, Sniper.
Ich komme da nirgendwo hoch. Kein Problem. Komme ich auf die Türme da hoch? Nö, ne? Denn dahin? Ich habe jetzt kurz gedacht, hier von so einem Turm, aber hier auch nicht hochkomme. Eigentlich wäre der Turm die perfekte Stelle. Ich habe keine Ahnung, wie ich an den soll kommen. Ich weiß endlich, wo er ist. Gott, ey. Lass ich ran. Hier ist auch irgend so eine Kackstelle irgendwo oben. Wundern würde es mich irgendwie nicht. Wo ist Park Row? Wir gehen das nochmal gucken. Das ist auch so eine Kackstelle ist. Dann flippe ich aus, glaube ich. Das wird auch sowas sein. Ist sicher irgendwie sowas sein. Ich glaube, drin hatte ich alles gemacht in dem blöden Schiff. Nein, es liegt einfach hier. Hä? Bin ich denn total dumm oder? Wieso habe ich so einfache Dinger nicht gefunden? Ich einfach so fixiert war, dass manche Sachen, glaube ich, drin sind. Ja. Nur das hier beim Burberry beim Hutladen. Ah, hier ist auch noch eins. Da habe ich auch
vieles abgesucht. Echt vieles. Und ich hab's nicht gefunden. Da ist es. Alle Einheiten, wenn Sie 10-10 sind, melden Sie sich bitte. Wie gesagt, Kacke da. Es liegt halt wirklich Kacke da, ne? Ich habe jetzt rausgefunden, wo es ist, aber wie komme ich am besten denn da hin? Sind hier jetzt überall Feinde? Ich glaube, das ist zu weit weg. Irgendwie klar, dass das nicht so klappt. Mal von da. Höher wär's, aber. Oh ne, eigentlich nicht. Gleich hoch. Wenn von oben komme ich, kann ich ja wieder nicht. Zu tief. So nah und doch so fern. Hier, ich hab ihn! Ja, du gehörst mir!
Ich hab genug hiervon. So, bleib liegen, mein Lieber. Klappt einfach nicht. Wie soll es auch klappen, ey? Alle Einheiten, wir erhalten Meldungen über eine Ruhestörung. Position 2. Einzige, was höher ist, ist das. Und das ist einfach zu weit weg. Viel zu weit weg. Hier war auch noch irgendwo einer. Bin ich auch irgendwo da oben drauf. Ja, okay, wir beenden das jetzt, sonst spiele ich gleich kein Spider-Man mehr. Gehen kurz in den Pausebildschirm, muss aufs Klo und muss was umstöpseln. Bis gleich, ihr Lieben. Tschüss.